113. Was bitte habe ich aus dem Haus gemacht? So war es gar nicht beabsichtigt. 115. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Hausflipper, dem Spiel, in dem ich auf freiwilliger Basis harte, körperliche, manuelle Arbeit vollbringe, um ganze Häuser zu kaufen, sie komplett umzubauen, ihnen ein neues Aussehen zu geben und für einen fetten Profit zu verkaufen. Diese harte, körperliche Arbeit ist wirklich nichts, was ich im Real Life gerne mache. Ja, das, wenn es nicht wirklich sein muss, dann mache ich das nicht wirklich so gern. Ist nicht wirklich mein Lieblingsjob, sowas zu machen. Aber in dem Spiel finde ich das tatsächlich nice. Ich weiß, ich sage sehr, sehr oft, dass dauert ewig, es nervt mit der Zeit, das alles zu machen, besonders das Streichen ist halt super nervig, aber am Ende des Tages hat's irgendwas, weil du kaufst ein Haus, eine totale Bruchbude, in der keiner jemals wohnen will und machst irgendwas Schönes draus. Und es fühlt sich einfach so an, als würde ich irgendwas erschaffen, auch wenn es nur Pixel sind. Also ja, spielen wir mehr davon. Ich habe aktuell 80k, das heißt, das sollte doch für eine ziemlich anständige Hütte reichen zum Umbauen. Außerdem, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich habe ein bisschen aufgeräumt, ja, ich bin einmal mit dem Mob durchgegangen, ich habe nicht wirklich viel gemacht, ich bin nur einmal kurz mit dem Wischmob durch. Und habe den ganzen Dreck weggemacht, weil das war jetzt echt nicht so schön anzusehen. Also ja, jetzt sieht es wenigstens ein bisschen besser aus. Okay, Schritt 1, wie immer, was gibt's im Browser? 80k, das muss doch für irgendwas reichen. 72, 78, das heißt, das hier unten wird schon nicht mehr drin sein. Ne, 84, okay, ich könnte kaufen Haus und Auto. Das heißt, das Ding hat eine ganze Garage dabei. Ein Haus, das langweilig würde, was auch immer das heißt. Oder ein Haus mit einem Geheimnis. Oh, hier will ich eigentlich rein. Ein Haus mit einem Geheimnis, aber das kostet, dann habe ich nur noch knapp 2k, um das komplett zu renovieren. Da werde ich also nicht so viel rausholen können. Deswegen, auch wenn das cool klingt, aber da kann ich aktuell nicht hin, weil ich habe dann einfach das Geld nicht, um daraus was Schönes zu machen. Also ja, das sieht aber interessant aus. Ich meine, das hier ist einfach nur ein Haus mit Garage, aber ein Haus, das langweilig wurde für 72k, dann habe ich noch knapp 8000 übrig, um daraus was Schönes zu machen. Ich brauche immer so 10.000, also ja. Ein Haus, das langweilig wurde. Wie wird ein Haus langweilig? Nette Bude zu verkaufen, wer möchte. Wie sieht das von innen aus? Oh Gott. Ich habe aber schon Schlimmeres gesehen. Die Wände sehen sogar noch brauchbar aus, ne? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Aber wie wird ein Haus langweilig? Ich glaube, komm, ich nehme das einfach mal. Währenddessen kann ich dann weiterquatschen. Und ich gehe direkt dahin. Wie wird ein Haus langweilig? Ich glaube, ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, ja, ich habe dieses Haus gekauft. Ich habe viel, viel Geld in dieses Haus investiert. Ja, so ein Haus ist eine Rieseninvestition. Das ist sowas wie das Lebensziel von vielen Leuten. Ja? Und der Typ sagt einfach, ja, es ist mir langweilig. Ich will es nicht mehr. Wer will es kaufen? Es ist total merkwürdig. Okay, erstmal, bitte was? Es ist kein gutes Zeichen, wenn ich das schon vor der Tür sehen kann. Das kommt sehr selten vor. Was bitte ist also da drin los, wenn ich es bis hier sehe? Und die kann ich auch alle wegräumen. Das ist sehr schön. Das ist ja schön. Will ich da überhaupt rein? Es geht aber halbwegs, ne? Wie gesagt, die Wände kann man weiter benutzen. Okay, wir haben hier ein schön großes Zimmer. Außerdem, was? Wer sprayt bitte an seine eigenen Wände? Ah, ich glaube, ich verstehe, wie das läuft. Das Haus, das langweilig wird, ist nur eine Ausrede, weil der Typ hat sich gedacht, ja, ich mache das Ding jetzt richtig kaputt. Wir haben sogar einen Keller. Ich mache das Ding jetzt richtig kaputt und dann verkaufe ich es. Und der es kauft, der darf es dann sauber machen. Okay, aber wir haben einen geräumigen Keller. Das Haus ist an für sich riesig. Und man kann vielleicht sogar einen Großteil weiter benutzen, wenn man es nur sauber macht. Okay, das heißt, das läuft wie immer. Ich mache alles sauber. Ich mache alles weg, was nicht mehr zu benutzen ist. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite und gucken dann, was wir hier draus noch machen können. Das sollte aber jetzt relativ schnell erledigt sein, weil, wenn ich das richtig sehe, muss ich nicht mal die Wände streichen. Und streichen dauert, glaube ich, mit großem Abstand am längsten. Also ja, wir gucken einfach mal. Wir sehen uns, wenn hier, Putzfrau Stefan einmal durchgewischt hat. Ich muss wirklich sagen, das hätte jetzt viel kürzer gedauert als auch schon. Das Haus ist komplett sauber und ich musste nicht mal was verkaufen, weil alles, was hier drin ist, funktioniert. Es ist nichts irgendwie kaputt, ich muss nichts entsorgen. Es ist alles noch vollständig funktionsfähig und ich muss im Prinzip nur noch den Restausbau machen, weil wir haben zum Beispiel keinen Fernseher, den hat der Typ anscheinend mitgenommen. Und es fehlen auch, ich glaube, es fehlt eine Heizung, es fehlen zwei Klimaanlagen. Das heißt, ich darf jetzt endlich eine Klimaanlage installieren. Aber abgesehen davon ist das Haus, so wie es hier ist, vollständig benutzbar und auch vollständig sauber. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist bei den höherleveligen Häusern. Keine Ahnung, wenn ja, würde ich das sehr begrüßen, weil, wie gesagt, das Aufräumen an sich ist halt quasi der nervigste Teil des ganzen Spiels und dauert auch mit großem Abstand am längsten. Also ja, wenn das so bleiben könnte, würde ich sehr begrüßen. Schritt 1, wir brauchen auf jeden Fall eine Badezimmerheizung. Und dann fehlen eben noch, glaube ich, 2 oder 3 Klimaanlagen. Das heißt, ich darf das allererste Mal eine Klimaanlage installieren. Und ich weiß jetzt auch, man kann nicht einfach irgendwo so eine Klimaanlage installieren, sondern man muss die quasi, also es gibt so feste Punkte,
wo man die nur dran installieren kann. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ja, ich hätte ja in diesem Raum eine und dann werde ich auch da eine hinmachen. Nein, das ist quasi so ein vorgefertigter Ankerpunkt, wo dann die Klimaanlage hinkommt. Das heißt, wir haben kein freies Placement. Okay, Schritt 1, eine Heizung direkt hier. Okay. Und bumm, funktioniert im Prinzip genau gleich wie die andere, aber sieht ein bisschen anders aus. Genau, damit wird das erledigt. Und dann auf der Minimap hier. Hier fehlt eine Klimaanlage, da oben anscheinend. Und dann hier noch im Wohnzimmer. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wir finden es raus. Alle und dann... Einbau, heißt es nicht Einbau-Klimaanlage? Genau, Einbau-Klimaanlage. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, wenn ich nur Klima schreibe. Ich habe keine Ahnung. Aber das Menü an für sich ist auch komplett unübersichtlich. Also weiß ich nicht, ob es da irgendeine Regel für gibt. Okay, dann hier. Ich habe doch eine. Hä? Kannst du bei Klimaanlage kaufen und montieren? Ich muss einen entsprechenden Platz finden. Habe ich doch. Oh, ist das falsch rum? Doch, jetzt geht's. Okay, anscheinend war es irgendwie falsch rum. Keine Ahnung, wie funktioniert das? Okay, erst die Platte. Für sowas würde ich übrigens so viel Geld zahlen, ganz ehrlich. Wenn ich in diesen Raum hier eine Klimaanlage kriegen könnte, und ich meine jetzt nicht so eine, die man über diese Dinger, die man einfach auf den Boden stellt, dann so einen Schlauch nach draußen, irgendwie zum Fenster raus. Nein, ich meine so eine richtig fest installierte Klimaanlage, dafür würde ich so viel Geld zahlen. Weil das ist mit großem Abstand der kleinste Raum der Wohnung und wird auch mit großem Abstand ganz schnell sehr warm. Und das ist nicht sehr angenehm, besonders nicht im Sommer. So, dann... Hier werden die Kabel anscheinend zusammengeführt. Okay. Dann, und ich darf halt wirklich hier jetzt einzelne Kabel da reinmachen. Das ist ja klasse. Dann das hier oben rein. Ich wollte gerade sagen, warum verbindet man sie nicht einfach direkt? Aber wenn man dann jemals was austauschen muss, dann ist das überhaupt gar nicht lustig. Deswegen macht die Installationsart hier eigentlich durchaus Sinn. Dann so. Und dann so. So, dann brauchen wir noch die Rohre, genau. Wir brauchen Rohre für Luft, Kühlmittel und... noch irgendwas. Ich weiß, wie eine Klimaanlage funktioniert, okay? Ich weiß nur nicht, wie man sie installiert und was die Bestandteile an Rohren und so sind. Frag mich nicht, keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gemacht, okay? Ich finde das ganz cool. Dann so und dann so. Sind wir fertig. Cover oben drauf und wir haben eine Klimaanlage. Wie schon gesagt, ich würde dafür so viel Geld zahlen, wenn ich das in echt kriegen könnte. Dann brauchen wir noch hier eine. Und dann so. Und bumm. Bitte genießen Sie nun auch im Sommer wunderschöne 20 Grad im Inneren. Mit wahlweise einstellbarer Luftfeuchtigkeit. Ich frage mich immer noch, wo ist das Außenmodul? Weil jede Klimaanlage, die so in einem Raum verbaut ist, hat auch immer ein Außenmodul. Und ich habe keine Ahnung, wo es ist und ich sehe es auch auf dem Dach nicht. Also ja, wahrscheinlich existiert es einfach nicht. Die Klimaanlage ist nicht funktionsfähig. Die ist einfach nur da, um gut auszusehen. Okay, nächster Schritt, Raum aufteilen. Ich habe alles installiert, ne? Ich habe kein Rot mehr auf der Minimap, nee. Und wie gesagt, ich habe alles gecheckt. Es ist alles voll funktionsfähig. Ich muss nicht mal die Lampen rausmachen. Es funktioniert alles so, wie es hier ist. Eigentlich könnte ich das Haus jetzt schon verkaufen. Aber es fehlen halt noch so ein paar Sachen. Ich meine, das Bad ist absolut komplett. Da weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Aber ich glaube, im Keller zum Beispiel... Hatten wir eine Waschmaschine? Hatten wir zumindest eine Aufnahme dazu? Nein. Wir haben keine Aufnahme für die Waschmaschine im Keller. Ich überlege gerade, ob ich einfach hier aus dem Keller, weil ich muss mich ja irgendwo auch ein bisschen kreativ austoben in dem Spiel, ob ich einfach aus dem Keller so ein Gaming-Zimmer machen soll. Weil wir haben ja schon das Klischee, dass die Nerds im Keller sitzen und dann passt das hier eigentlich absolut perfekt. Weil ich wollte gerade sagen, wofür braucht man einen Keller? Natürlich braucht man einen Keller, aber ich glaube, das Spiel spielt in Amerika. Da hat man meistens keine Keller, deswegen kann ich aus dem Keller eigentlich machen, was ich will, weil die Leute rechnen nicht damit, dass sie einen Keller bekommen. Also haben sie wahrscheinlich keine große Verwendung dafür, deswegen werde ich mich da unten richtig austoben. Hier gibt es dann einfach wieder einen Standardfernseher und dann hier irgendwie noch so einen Schreibtisch rein. Aber wir haben nur ein Schlafzimmer, das ist ein Einschlafzimmerhaus. Genau, es ist anscheinend ein Einschlafzimmerhaus. Außerdem sieht das Haus von außen viel größer aus, als es eigentlich ist. Weil das Wohnzimmer an für sich ist riesig, aber wir haben nur ein einziges Schlafzimmer. Sieht auch irgendwie aus, als hätte hier ein Student gewohnt. Allein schon, wie viele Dosen und Flaschen hier rumlagen. Ich entnehme das mal dieser Tatsache. Also ja, wenn das wirklich ein Student wäre, der hier gewohnt hat, dann warum hast du das aus dem Haus gemacht, was du aus dem Haus gemacht hast? Das ist ein so schönes Haus. Die wenigsten Studenten wohnen so cool, okay? Schritt Nummer 1, der Fernseher. Ich wähle natürlich einen hängenden Fernseher, weil warum einen Fernseher da draufstellen, wenn man ihn auch einfach aufhängen kann? Die Frage ist jetzt... Ist das Ding zentriert? Ich glaube schon, oder? Oh, noch ein Stück nach links. Ich weiß es eben nicht. Deswegen, hängende Fernseher und so sind cool. Aber das Zentrieren dauert halt eine Weile. Ist das zentrierter als vorher? Ich weiß es nicht. Ich sage einfach mal ja. Weiter als so kann ich nicht zurück. Nee, das vorhin war es richtig.
Ich weiß, es ist absolut unnötig, dass ich das hier tue. Aber ansonsten kann ich heute Nacht nicht schlafen, wenn das Ding nicht perfekt in der Mitte hängt. Dann irgendwie. Soll ich es einfach so lassen und sagen, ja, komm. Ja, komm, ich lasse es einfach so. Dann, ich meine, ich habe 8000 und ich muss die Basics nicht kaufen. Ich muss sowas wie eine Küche nicht kaufen, weil sowas haben wir schon. Also kann ich mich eigentlich komplett austoben. Was gibt es hier sonst noch? Eine Kaffeemaschine. Warum ist das unter TV und Hi-Fi? Warum ist es eine Kaffeemaschine? Ist das dein Ernst? Dann irgendwie DVD-Player, auch wenn wir lange nicht mehr in den Zeiten der DVD-Player sind. Aber ich wünschte wirklich, ich könnte da unten reinstellen, weil dafür ist die Nische eigentlich gedacht, aber okay. Und dann. Irgendwie, so, hier, das ist ein DVD-Player, kannst du irgendwie deinen alten Film angucken, König der Löwen. Und dann irgendwie noch ein Lautsprecher. Ah, der ist ja süß. Dann einmal hier. Und dann hier. Wer auch immer hier einzieht, wird sich. Das ist perfekt zentriert, beziehungsweise perfekt symmetrisch, oder? Ich lasse es einfach so. Ich wollte ihn gerade wieder anders hinstellen, aber schlussendlich ist es dem Spiel egal. Und ich muss jetzt darüber hinwegkommen, dass es mir nicht egal ist, aber ich muss es einfach so lassen. Wer auch immer hier einzieht, wird eine ziemlich coole Hütte bekommen. So viel ist sicher. Dann komm. Ich bin gerade in Spendierlaune. Dann gibt es da eine Kaffeemaschine, die falsch rumsteht. Perfekt. Kannst dir morgens einen Kaffee machen. Und dann haben wir es gleich noch eine Mikrowelle. Genau. Der beste Freund des Menschen ist nicht der Hund, sondern die gemeine Mikrowelle. Perfekt. Okay, Küche voll ausgestattet, Wohnzimmer würde ich sagen, geht so, das Sofa. Ich meine, es ist so ein halb getrenntes Sofa, würde ich sagen, ist okay. Dann fehlt jetzt hier noch ein bisschen was. Dann brauchen wir eben einen kleinen Schreibtisch, der da in die Ecke reinpasst. Und dann sind wir eigentlich hier oben quasi schon fertig, mehr oder weniger. Das geht echt relativ schnell. Ein Standardschreibtisch. Und zwar in. Nein, in Weiß, das passt zur Wand. Genau, passt ja hier rein. Ja, passt da, aber es wird ziemlich eng. Also wer auch immer dann durch diese Tür kommt, wird ein bisschen aufpassen müssen, weil. Also ich passe gerade noch durch, aber es ist nicht das cleverste Placement. Außerdem geht dann rein theoretisch die Tür gar nicht mehr auf nach innen. Aber ist ja egal, ich glaube nicht, dass das die Leute kümmert. Dann irgendwie noch ein Rechner und ein Monitor oben drauf kommen. Es ist halt echt der Hammer. Der günstigste Rechner kostet 800. Das ist unglaublich. Dann. Ich kann den da nicht rein. Das Ding ist speziell dafür gedacht, da einen Rechner reinzustellen. Und ich kann ihn da nicht reinstellen. Vielen Dank, lieber Schreibtisch. Wofür habe ich dich gekauft? Dann noch ein Monitor. Jetzt pass auf, wie groß der Monitor ist. Finde ich jedes Mal wieder witzig. Ist halt kein Monitor, ne? Aber ist ja egal. Dann noch eine Tastatur. Eine 58. Das sieht nicht aus wie eine 58-Euro-Tastatur, okay? Und das sieht nicht aus wie eine 14-Euro-Maus. Und dann irgendwie noch ein Schreibtischstuhl oder ein Bürostuhl heißt das ja. Und das ist nicht hier, da muss ich erst nach hier oben klicken, warum auch immer. Da muss ich Büro eintippen und da heißt ein Bürostuhl. Perfekt, dann haben wir hier unseren eigenen kleinen Arbeitsplatz. Wobei, nee, wenn ich den jetzt hinstelle, komme ich nicht mehr raus. Das heißt, der steht hier und wenn man ihn braucht, zieht man ihn einfach vor, weil man sonst den Raum nicht mehr verlassen kann. Okay, dann wäre hier oben eigentlich eins fertig. Wir haben ein vorher ausgestattetes Wohnzimmer. Die Küche ist da. Klo ist anwesend. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter und toben uns aus. Okay, Schritt 1. Die beiden Regale müssen hier weg, weil die sind ein bisschen im Weg. Die Frage ist, kann ich den Keller streichen? Weil wenn ich wirklich unten ein Gaming-Zimmer machen will, dann sieht das irgendwie doof aus, wenn das einfach die blanken Steine sind an der Wand. Das heißt, ich müsste im Idealfall eigentlich noch den Raum streichen. Wer sagt mir, das geht? Farben. Genau, was ist cool? Ein Gaming-Zimmer. Stimmungsvoller Kobalt klingt doch nice. Das ist ein bisschen dunkel. Weil, wir Gamer, wir lieben es ja dunkel. Und dann geht das? Kann ich die Wände streichen? Das geht. Okay, wie sieht das aus? Ja, ist ein bisschen dunkel, aber wird cool. Jetzt muss ich halt doch streichen, obwohl ich gesagt habe, will ich eigentlich nicht machen. Aber das ist es wert. Dann streiche ich jetzt einmal den kompletten Raum und dann machen wir einfach Gamers Paradise. Irgendwie sowas. Oh, bitte sag mir, das reicht. Das glaube die letzte Farbrolle, die ich nehmen kann, ist der Eimer leer. Passt das? Das passt tatsächlich. Okay, ich könnte, glaube rein theoretisch den gesamten hier Treppenbereich streichen. Aber warum der wirklich wichtige Raum ist hier unten, also spare ich mir das einfach mal. Okay, ich muss sagen, die Farbe sieht gar nicht mal so uncool aus. Deswegen war das, glaube ich, eine halbwegs clevere Wahl. Außerdem habe ich mich mal ein bisschen ausgelobt. Ich habe diesmal nicht zwei LED-Spots pro Raum. Nein, ich habe drei. Unglaublich. Ein sauberes Haus, haben sie gerade gesagt. Okay, wie läuft das? Einfach ans hintere Ende einen riesengroßen Tisch und dann. Wobei, nein. Nee, dafür kosten die Rechner zu viel. Ich wollte gerade sagen, ich könnte so einen LAN-Party-Raum machen. Einfach so Schreibtische nebeneinander aufgereiht und Rechner obendrauf. Aber
Die Rechner in dem Spiel sind alle so teuer. Ich habe nur 5000. Ich könnte aus 5 Rechner knapp rausholen. Vielleicht. Ich brauche erstmal sowas wie ein Masterdesk. Ja, wo der Chef der LAN-Party quasi höchstpersönlich sitzt. Und wenn es dann kein LAN-Party-Raum wird, dann sieht es trotzdem so aus wie ein Arbeitsplatz, beziehungsweise wie ein Gaming-Platz. Also ja, ich glaube, ich nehme einfach diesen standardmäßigen Riesenschreibtisch, der Eckschreibtisch, genau. Ist, glaube ich, immer eine clevere Wahl. Und da brauchen wir jetzt irgendwas, was passt. Fichte. Nee. Stahl. Dunkler Stahl. Dunkles Holz, Nuss. Es sieht alles gleich aus. Erle. Das passt, glaube ich, fast am besten, ne? Und das ist irgendwie hier hinten, keine Ahnung. Das ist so, weißt du, er guckt einfach die Wand an, weil braucht ja kein Licht oder so. Der muss noch ein Stück nach hinten, oder? Ich hätte den gern maximal an der Wand, bitte. Bis es, nee, der muss so sein, sonst geht's nicht. Obwohl doch, das ist jetzt ein Stück weiter hin. Genau, jetzt steht er überall perfekt an der Wand. Ja, jetzt steht er überall perfekt an der Wand. Okay, ich glaube, ich nehme wieder einfach so einen hängenden Fernseher. Weil, wenn die Monitore schon so groß sind, kann ich auch eigentlich gerade einen Fernseher benutzen. Und dann wieder einen Monsterrechner. Ja, komm. So, Schritt Nummer 1, der Monitor, beziehungsweise in unserem Fall ist ja ein Fernseher, wäre schon mal erledigt. Dann, der teuerste Rechner, warum nicht? Ich weiß nicht wirklich, ob das überhaupt was bringt. Aber komm, warum nicht? Außerdem hat gerade jemand gesagt, man kann nie zu viel Audio- und Fernseh-Equipment haben. Das stimmt. Da gebe ich. Nein, kein DVD-Player, ich brauche eine Tastatur. Da gebe ich dir recht. Und dann unser Monster-Gaming-Setup bekommt eine 50-Euro-Office-Tastatur. Dann eine Maus. Dann noch ein Stuhl. Und dann. Keine Ahnung, sehen wir weiter. Ich glaube nicht, dass ich hieraus so ein LAN-Zimmer mache, weil. Dafür habe ich halt einfach nicht das Geld. Ich bin jetzt schon runter auf 3000. Wenn ich dann für jeden Tisch einen Rechner kaufen muss und noch einen Monitor, dann wird das sehr schnell sehr teuer. Deswegen mache ich das nicht. Was ich aber machen könnte, ist folgendes. Ich könnte hier drüben noch einen HD-Monitor. Die sind ja auch riesig, ne? Genau. Ist wieder ein Fernseher und kein Monitor, aber okay. Den könnte ich nach hier drüben stellen. Weil wir haben ja nicht genug Bildschirmfläche. Also ja, ich weiß nicht, wie man den benutzen soll, aber ich stelle mir das gerade so vor, du sitzt hier und links von dir ist so ein riesen Fernseher und wenn du halt irgendwas gucken musst, zum Beispiel wer gerade irgendwie in den TS gekommen ist oder so, dann musst du halt so machen. Ich glaube nicht, dass das noch nicht praktisch ist, aber hey. So, pass auf, da machen wir immer noch ein Büroregal, was viel zu groß. Ich wollte es jetzt eigentlich noch in die Ecke stellen, aber es ist einfach viel zu groß. Dann machen wir es. Ah, es passt nicht. Dann machen wir es hier hin, komm. Dann noch ein Stück nach da drüben und dann so weit wie möglich an die Wand und dann irgendwie so. Steht es an der Wand? Da steht er an der Wand. Ich weiß es auch nicht. Es ist jetzt. Im Prinzip ist es ein Büro, aber es soll quasi ein Gamingzimmer sein. Okay, ich weiß, es ist nicht perfekt. Es soll quasi ein Gamingzimmer sein, aber es ist ein Büro. Jetzt am Ende dann doch geworden. Ich habe noch 2,5K. Soll ich noch einen Schreibtisch dazu stellen? Haben wir wenigstens so ein Zweierzimmer? Komm, ich stelle noch einen Schreibtisch dazu. Ich bin cool. Gib noch einen Schreibtisch. Ich muss zugeben, das ist echt ein süßer Schreibtisch. Ich hätte ja noch gern so einen L-förmigen Ecktisch reingestellt, aber das passt ja unten einfach nicht rein, egal wie ich es versuche. Also müssen wir jetzt halt damit leben. Das ist quasi so für. Das ist für deinen Player Nummer 2, okay? Das ist für deinen Player Nummer 2, der keinen Riesenschreibtisch verdient, weil er das halt einfach aus Prinzip nicht verdient. Aber wenn du ihn dann doch mal einlädst, dann kann er sich an deinen kleinen Schreibtisch namens Anna setzen und auf seinem gigantischen Riesenfernseher mit dir irgendwie. Keine Ahnung, Fortnite spielen oder sowas. Fortnite auf einem 4K-Fernseher geht bestimmt gut ab. Dann, nein, nicht noch eine Tastatur, ich hätte gerne eine Maus. Bin mir sicher, es gibt auch Leute, die benutzen irgendwie eine Tastatur als Maus, aber ich bin keiner davon. Und dann noch derselbe Bürostuhl. Weil, ne, Standardisierung und so, einfach nochmal dasselbe und dann gebe ihm. So, Bürostuhl, bumm, bumm. Und, so, das wär's. Ich habe noch 1700. Das ist, ich könnte jetzt noch einen Schreibtisch dazustellen, aber das bringt mir, glaube ich, am Ende nicht mehr, weil das Spiel das nicht erkennt als Mehrwert, glaube ich zumindest. Also ja, das ist unser kombinierter Büro- und Gaming-Bereich, stilecht im Keller, weil echte Nerds brauchen kein Sonnenlicht. Das Bild von ihrem Monitor ist ihnen genug, um zu leben. Und gerade als ich gesagt habe, wir sind hier fertig, habe ich einen Rechner vergessen, das ist ja geil. Okay, noch einmal den Super-Mega-Rechner, wie gesagt, zum Glück gar nicht betrieben. Passt ja zwischen rein, ist ja perfekt. Und da ist mir noch was aufgefallen, was wir auch noch brauchen, auf jeden Fall. Und zwar ein Ventilator, denn ich kann mir nur vorstellen, dass es hier unten doch relativ schnell sehr, sehr stickig wird. Also machen wir irgendwie den Ventilator hier so und drehen den ein bisschen so. Jetzt komme ich nicht mehr aus der Ecke, jetzt komme ich natürlich nicht mehr aus der Ecke raus, toll. Und dann irgendwie so, dass er irgendwie in die Richtung geht. Keine Ahnung, ich habe noch 600, ich würde sagen, wir sind fertig. Nochmal ein kleiner Rückblick, das ist unser Gaming-Zimmer. Stilecht verpackt im Keller. Dann ist das hier das Wohnzimmer.
Relativ nice, ne? Ein bisschen blanko. Wobei, soll ich noch Bilder und so aufhängen? Ich wollte gerade sagen, die Wände sehen so ein bisschen aus. Komm, ich hänge noch Bilder auf. Das sollte den Wert von dem Ganzen ein bisschen steigern. Jo, ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Das Gaming-Zimmer bekommt ein Bild von der Außenwelt, damit die Leute, die hier unten sitzen, auch wissen, wie das auf der anderen Seite der Grenze ist. Irgendwie sowas. Dann Foto von der Küste, eine Skizze von Pferden. Keiner, passt das hier hin? Das, so, keine Ahnung. Es geht halt einfach darum, dass jeder Raum irgendwas hat, was an der Wand hängt. Weil ansonsten heißt es, die Winde sind mir so leer. Wände so leer. So, dann hier. Und dann irgendwie. Was sind das so kleine Dinger? Foto von der Forelle. Was? Stand da echt Forelle? Da steht Forelle. Wo ist das? Das ist ein Schloss. Das ist eine Forelle. Was? Ich habe keine Ahnung. Und dann irgendwie noch was ins Bad. Komm, da machen wir. Irgendwas Kleines, falls eine Skizze von dem Pferd. So. Und das hänge ich genau. Ach, verdammt. Kann ich irgendwas auf den Fensterrahmen stellen? Dann machen wir es halt so. Ein Foto von der Hortensie, genau. Das kannst du dir dann angucken, während du hier sitzt und dir dein Leben überlegst. So, ich würde sagen, wir sind fertig. Wohnzimmer, genau, Schlafzimmer, machen wir die Hintertüre zu. Dann die Türe zu, alle Türen zu. Und dann gehen wir. Und gucken mal, wie viel wir am Ende rausbekommen. Wer ist aktuell ganz oben? Der Typ mit dem feinen Haarschnitt ist anscheinend aktuell der Top-Bietende. Wir schauen mal, wie viel dabei rauskommt. Okay, ich will das Haus wirklich verkaufen. Ja, ich habe das für 72.000 gekauft. Mal schauen, wie viel rauskommt. 107! Ich habe anscheinend zwei Schlafzimmer. Habe ich nicht, aber okay. Okay, 110. Also ich muss sagen, das geht gut weg. 111. Und er gewinnt jetzt, ne? Ne, tut er nicht. Bilder verleihen den Wänden Ausdruck. Ich wollte ein Schlafzimmer, nicht zwei. Ich habe nur eins. 113. Was bitte habe ich aus dem Haus gemacht? So war es gar nicht beabsichtigt. 115. 100, nochmal 115. Und er gewinnt jetzt. Raphael Muckis hier gewinnt mit 130,332. Ein Regal reicht nicht aus für meine Sammlung am Magazin und es fehlt ein Privatraum. Geh in deinen Keller. Da kann niemand reingucken und du hast gleich zwei Computer, auf denen du Sachen machen kannst. Okay, ein Profit von 50.000. Bitte was? Ich könnte das jetzt noch verhandeln. Komm, ich will die 50.000 perfekt machen. Gib mir irgendwie so 2.000 mehr oder so. Weil, hier, ne, passt schon, ich nehm's, genau. Weil, dann mache ich die 50.000 perfekt und wir gehen quasi perfekt hier raus. Wow. Dabei habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht, ne? Ich habe doch quasi kaum was gemacht. Ich habe nur das Wohnzimmer komplett gemacht mit einem Fernseher, die Küche ein bisschen ausgestattet, noch einen Schreibtisch in das Schlafzimmer gestellt, der total unpraktisch ist, weil die Tür nicht mehr nach innen aufgeht. Und dann ein Gaming-Zimmer in den Keller gestellt und das ist den Leuten 130.000 wert. Wow. Wow. Ich habe 133.239. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich irgendwie so mit 90.000 wieder rauskomme, immer so 10.000 mehr wie beim letzten Mal. Aber ich habe tatsächlich 133.000. Das sollte eigentlich fast für ein paar der größten Häuser im ganzen Spiel reichen, weil ich glaube, das Höchste, was ich gesehen habe, waren so 250 oder so. Und 133 ist, glaube ich, gerade eine Stufe unten drunter. Also ja, ich würde einfach mal sagen, das Unternehmen Stefan läuft absolut großartig. Das Haus gerade eben war übrigens mega nice. Ne? Die haben Klimaanlagen, wie gesagt, für sowas würde ich echt viel Geld zahlen. Also ja, ich denke, wir können das verbuchen als der erfolgreichste Hausflip bisher in der Geschichte der Stefan House Flipping GmbH. Das ist eingetragener Markenname. Okay, wer das in den Mund nimmt, zahlt mir bares Geld. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Bleibbutton aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Jo, Profit von 50.000, das ist doch mal eine Ansage. Ich bin mir sicher, meine Konkurrenten können da nicht mithalten. Ich bin der Coolere.